Hallo meine lieben Freunde, willkommen zu einem Let's Read. Ja, mal wieder ein bisschen später am Abend, weil gerade Fußball läuft und es ist gerade Halbzeit und da habe ich jetzt Zeit aufzunehmen. So einfach ist das. Punkt. Ich hoffe, es wird nicht länger als eine Viertelstunde gehen, aber egal. Wir lesen heute die Oblivion-Krise. Ja, Oblivion, der Vorgänger oder ein anderer Kontinent von Tamriel. Glaube ich mal zumindest, dass das so war. Ich weiß, Oblivion ist der Vorgänger von Skyrim, also die Elder Scrolls 4. Denke ich, kennen die meisten. War ja auch ein recht gutes Spiel. Hab's nie selbst gehabt oder gespielt. Hatte aber mal irgendwann mal vor, mir das mal zu holen, weil ich von vielen Leuten positiv davon gehört habe. Auch von Freunden und so. Deshalb mal gucken, ob ich vielleicht irgendwann auch mal Oblivion hole. So, die Oblivion-Krise von Praxis Sarkorum, geisterlicher Historiker. Alles klar. Zur Wende zur vierten Ära im Jahre 3R433 wurde ein Attentat auf Kaiser Uriel Septim den Siebten verübt und das Amulett der Könige zerstört. Diese Handlungen setzten eine Kette von Ereignissen in Gang, die ein Reich stürzen und die Beziehung zwischen Menschen und Göttern für immer ändern sollte. Die Attentäter griffen den Kaiser zunächst den Weißgoldturm an. Während die Klingen sie zurückhielten, begab sich der Kaiser hinab in den Kerker, zu einem geheimen Fluchtweg, der durch eine der Gefängniszellen führte. Aus Gründen, die nur ihm selbst bekannt waren, begnadigte er den Kaiser, den glücklichen Gefangenen in dieser Zelle. Manche sagen, der Gefangene habe ihn an einen Kindheitsfreund erinnert. Andere sagen, dies sei aufgrund seines Blickes in die Zukunft geschehen. Was es auch war, der Gefangene sollte eine schicksalsträchtige Rolle in der Geschichte des Kaiserreichs und Tamriel spielen. Sicherlich ein Zeichen dafür, dass dabei die Götter selbst ihre Finger im Spiel gehabt haben. Die verfolgenden Attentäter töteten die Klingen, Leibwächter mit einer gnadenlosen Reihe von Schleichangriffen. Schließlich streckten sie auch den Kaiser selbst nieder. Bevor er fiel, übergab Uriel Septim den Siebten das Amulett der Könige dem Gefangenen, dem es irgendwie gelang, aus der kaiserlichen Kanalisation hinaus ans Tageslicht zu entkommen. Inzwischen ist bekannt, dass das Attentat das Werk einer Gruppe dädrischer Kultisten war, die als die mystische Morgenröte bekannt war. Diejenigen, die immer noch die dunkle Bruderschaft in Verdacht haben, sollten zwei Fakten bedenken. Erstens hätten diese nur einen einzigen Assassinen gebraucht und nicht gleich eine kleine Armee. Zweitens wäre die dunkle Bruderschaft niemals so töricht, dem Kaiser praktisch den Krieg zu erklären und so ihre vollständige Vernichtung zu garantieren. Dies bezeugt auch das letztendliche Schicksal der mythischen Morgenröte. Das Amulett der Könige tauchte als nächstes in den Waynon-Priorei, Gott, in der Nähe von Korol auf. Joffre, der geheime Großmeister der Klingen und Leiter der Priorei, nahm das Amulett an sich. Ein Bote wurde nach Quatsch entsandt, um einen einfachen Priester namens Martin zu finden. Ohne es selbst zu wissen, war Martin ein unehelicher Sohn von Uriel Septim den Siebten und ist damit der letzte Erbe des Rubinthrons. Er alleine konnte das Amulett der Könige benutzen, um die Drachenfeuer zu entzünden, die die Barriere zwischen Tamriel und dem Reich des Vergessens aufrechterhalten und die Welt vor der Verschwörung der mythischen Morgenröte schützen. Als der Gefangene Quatsch erreichte, stellte er fest, dass es von Daedra überrannt worden war, die durch ein neu geöffnetes Oblivion-Tor hereingeströmt waren. Dies war der Beginn der reichsweiten Zerstörungen durch die Oblivion-Krise. Wie der Gefangene das Tor verschloss, ist nicht überliefert. Sobald es aber geschlossen war, drängte Martin und die überlebenden Quatschwachen die Daedra zurück. Der jetzt als Held von Quatsch bekannte Gefangene und Martin kehrten zur Waynon-Priorei zurück, nur um festzustellen, dass diese geplündert und das Amulett gestohlen worden war. Joffre überlebte den Angriff jedoch, und die drei begaben sich zum Wolkenherrschertempel, der Bastion der Klingen. In dieser geheimen Festung in den Bergen von Bruma war Martin in Sicherheit, während der Held von Quatsch nach dem verlorenen Amulett suchte. Der Held von Quatsch, der nun wusste, dass eine geheimnisvolle Gruppe namens Mythische Morgenröte hinter dem Attentat und dem Diebstahl des Amuletts steckte, wurde ausgeschickt, den Kult zu finden. Mit der Hilfe von Baurus, einer Klinge im Dienst des Kaisers, benutzte er Kommentare zum Mysterium Xarxes, einem esoterischen Werk des wahnsinnigen Manka Camoran, um das Geheimversteck der mythischen Morgenröte zu finden. Gelehrte, die mit den Kommentaren vertraut sind, behaupten, der Ort werde darin nicht direkt erwähnt. Wie es ihm also gelang, bleibt ein Geheimnis. Es existierten keine offiziellen Aufzeichnungen darüber, wie der Held von Quatsch in das Versteck der mythischen Morgenröte in der Nähe des Ariussees eindringen konnte. Eine Bardengeschichte behauptet, er habe eine List eingesetzt und sich verkleidet, aber das ist reine Spekulation. Jedenfalls stellte sich dort heraus, dass Manka Camoran hinter der mythischen Morgenröte steckte und dass die Gruppe des dädrischen Fürsten Merunes Dagon anbeteten. Manka Camoran hielt sich für einen direkten Nachkommen des Camoran-Thronräubers, der berüchtigte Anwärter den
auf den Thron von Wallenwald. Irgendwie gelang es dem Helden mit dem Mysterium Xarxes selbst zu entkommen, dem heiligen Buch des Kultes der mythischen Morgenröte. Manka Camoran floh mit dem Amulett der Könige in das Reich des Vergessens. Mit einiger Mühe und unter großer Gefahr für sich selbst entzifferte Martin das Mysterium Xarxes und wollte es benutzen, um ein Tor zu Manka Camoran zu öffnen, um das Amulett der Könige zurückzuholen. Bevor Martin das Ritual zum Öffnen des Tores durchführen konnte, öffnete Merunes Dagon ein Oblivion-Tor vor Bruma. Der Held von Quatsch rettete die Stadt und Martin, indem er durch das Tor trat und es schloss, bevor ein dädrisches Belagerungsgerät Bruma und den Wolkenherrscher-Tempel zerstören konnte. Von dieser Schlacht erzählen viele Lieder und Geschichten, die ich hier nicht wiederholen will. Nun war der Held von Quatsch auch als Retter von Bruma bekannt. Als die Stadt und der Wolkenherrscher-Tempel in Sicherheit waren, öffnete Martin das Portal zu Manka Camorans Paradies. Was sich dort im Einzelnen ereignete, ist nicht überliefert. Bekannt ist nur, dass der Retter von Bruma sich zu diesem Paradies begab, Manka Camoran tötete und mit dem Amulett der Könige zurückkehrte. Mit dem Amulett in der Hand trat Martin Septim vor den Ältestenrat, um sich zum Kaiser von ganz Tamriel krönen zu lassen. Nach der Krönung wollte er die neuen Drachenfeuer vom Neuen entzünden und Tamriel gegen das Reich des Vergessens abriegeln. In einem letzten Versuch, ihn aufzuhalten, griff Merunes Dagon die Kaiserstadt an und öffnete mehrere Oblivion-Tore in der Hauptstadt selbst. Ungekrönt schloss sich Martin im Kampf in den Straßen der Stadt an. Merunes Dagon selbst verließ das Reich des Vergessens und kam nach Tamriel, wodurch er gegen die Vereinbarung verstieß. Das war nur möglich, weil die Drachenfeuer noch nicht entzündet worden waren. Nun, da die Barriere durchbrochen war, war es zu spät, die Feuer wieder zu entzünden. Martin Septim entschloss sich zum ultimativen Opfer. Er zerbrach das Amulett der Könige, um zum Avatar des Gottes Akatosh zu werden und gegen Merunes Dagon anzutreten. Die Berichten von dieser Schlacht gehen weit auseinander. Sicher ist nur, dass Merunes Dagon besiegt und in das Reich des Vergessens zurückgeschickt wurde. Der Avatar von Akatosh verwandelte sich in Stein und ist bis zum heutigen Tag im Tempel des einen in der Kaiserstadt zu sehen. Ohne Amulett erloschen die Drachenfeuer und mit dem Tod des letzten Drachenblutkaisers ist die Barriere zum Reich des Vergessens für immer versiegelt. Ja, das meiste habe ich verstanden. Also es gab nur kleine Teile, wo ich mir so ein bisschen so dachte, was wollen die jetzt von mir? Aber im weitesten Sinne war das eigentlich eine recht gute Geschichte. Ich weiß jetzt nicht, wie das Spiel Oblivion ist. Vielleicht baut das Spiel ja auch darauf. Ich habe keine Ahnung. Ich habe es ja nie gespielt. Könnt ihr mir ja sagen, wenn ihr das wisst. Und auf jeden Fall, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, schaltet morgen in einem neuen Let's Read wieder ein. Das würde mich sehr freuen. Und ich sage bis dahin. Tschüss.